Zum Glück war es kein echtes Tier. Erster Roboterdiensthund der Polizei erschossen. Das sind die Top-News des Tages. Der Lohnstreit zwischen Austrian Airlines und der Gewerkschaft WIDA eskaliert. Auch nach 17 gescheiterten Verhandlungsrunden konnte keine Einigung gefunden werden. Die Airline meint, die Forderungen seien unrealistisch und würden das Unternehmen kaputt machen. Die Gewerkschaft fühlt sich durch Taschenspielertricks bei den Verhandlungen hintergangen. Am Gründonnerstag und Karfreitag kam es zu Streiks. Dieser Kärntner ist einfach nicht zu stoppen. Der Extrembergsteiger Hans Wenzel besteigt mit dem Kangchen Tsönga an der indisch-nepalesischen Grenze seinen 11. 8000er ohne Sauerstoffmaske. Das Ziel des 53-jährigen Baupolier ist es, alle 8000er auf der Welt zu besteigen. Ihm fehlen nur noch drei. Roboterhund Roscoe wurde von der Polizei in Barnstable, Massachusetts eingesetzt, um einen Verdächtigen im Keller aufzuspüren. Als der Roboterhund ihn fand, feuerte der Verdächtige drei Schüsse auf ihn und legte ihn so lahm. Mit der Hilfe von Tränengas konnte der Mann schlussendlich überwältigt werden. Es ist das erste Mal, dass ein Roboterhund erschossen wurde. Die Polizei ist erleichtert, dass die Maschine der einzige Schaden war. Mehr Informationen findest du auf heute.at.